herzlich willkommen. Wie ist es dazu gekommen? Und zwar mit der Anja saßen wir zusammen im Jahre 2022, dann 2023 so. Und da wurde dann schon mal überlegt, ja, was kann man für 800 Jahre auch alles noch so tun? Ja, und da sind Ideen gekommen, das eine oder andere ist dann verworfen worden, aber das Orchester ist eingeladen worden im Oktober letzten Jahres in der Zeitschrift Lange und Nachrichten. Und es gab ein erstes Treffen und tatsächlich waren einige und viele Interessenten, der eine oder die andere sind wieder abgesprungen. Das ist natürlich auch ein sehr enormer zeitlicher Aufwand, denn die Proben gingen dann im Januar 14-tägig im Taiwan-Rhythmus los und dann wurde es immer dichter, denn wir hatten ja schon eine Premiere im Mai, auch hier im Haus. Und wir haben dann weitergearbeitet und dann haben wir gesagt, wenn wir das schaffen wollen, gehen wir in einen Wochenrhythmus. Und da ist es tatsächlich dann jeden Donnerstag dazu gekommen, dass wir geprobt haben. Das ist für jeden oder für jede auch ein herzlichen Dank für diesen Enthusiasmus, den man dabei tatsächlich an den Tag legen muss. Geübt werden muss natürlich, wir haben uns am Gewandhaus natürlich gemessen, aber da können wir nicht hinterher. Es sind ja schon 220 Jahre am Start. Bei uns ist es gerade mal ein ganz, ganz junges und frisches Orchester. Und für die kleine Stadt Nahenhof ist das insofern enorm, dass wir tatsächlich bei der Beständigkeit um die 20 Musikerinnen und Musiker gewesen sind. Und das Ergebnis ist dann heute mal zu hören. Es war unsere beständige Leitung von Cornelia, die dann tatsächlich gehört hat, ist es ein F oder ist es ein Fis, was da zwitschert? Aus der linken Ecke, aus der rechten Ecke.
Stück. Und dann, wie könnte es anders sein, den Tanz des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin und den Tanz zum Bürger. Das gehört zu unserem Fest. Thank you.
Und zwar seht ihr auf ihrem Programm von Charpentier, das kennen Sie alle. Das verbindet man immer mit der Eurovisionsfanfare, ist aber aus dem Tedeum von Charpentier entnommen. Und zwar das Prelude daraus. Dann zwei Stücke von dem ungarischen Komponisten Béla Bartók und von Georg Kruszewski. Hat sicher noch niemand gehört. Das ist ein tschechischer Komponist. Da habe ich gelesen, das ist ein Thank you.
sollte anklingen. Und wenn schon Bach nicht gespielt wird, dann zumindest ein Schüler von Johann Sebastian Bach. Und natürlich muss auch unsere Orgel klingen. Wie könnte es anders sein? Die gehört genauso als wichtiger Bestandteil in die 800 Jahre. Also die Friedrich-Lagegast-Orgel wird jetzt gespielt von Franz von Pommitz. Und er spielt von Johann Ludwig Ex, der Schüler bei Johann Sebastian Bach war, ein Stück im italienischen Stil. Johann Ludwig Ex war Thomas Schüler und dann auch Kopist. Also er hat die Noten abgeschrieben für die Thomaner. Es gab ja keine Druckerei, es musste alles in der Hand gemacht werden damals. Und war dann wirklich ein sehr guter Schüler von Bach, so ist es überliefert. Und dann auch ein großartiger Organist und die Musikliebhaber der damaligen Zeit, die machten so ein bisschen ihren Witz und sagten, es sei nur ein Krebs in den Bach gefunden worden. Oder ein Arschloch. Also, nur ein wirklich Krebs, Fantasia Augusto Italia. Thank you.
Aus einer bestimmten Zeit,
gleich wie bei der vierten Strophe oder bei der vierten Gärtchen. Es gibt noch eine individuelle Vorstellung dazu, und zwar die Leipziger sind rausgefahren mit dem Zug nach Naumburg, immer sonntags, früher wurde ein Mann einer Samstagsarbeit. Der Bahnsteig war voller Leipziger, die sich dann hier quasi in die grüne Aue um Naumburg herum verfügen. Das sollte euch mit als Bild gegeben sein. Natürlich noch Tango, wie könnte es anders sein? Also Argentinien ist auch mit dabei.
Bamberg habe ich Schweden oder dann einfach mal.
Thank you.
Thank you.